Hallöchen zu einer neuen Aufnahme in Minecraft. Nach, ich weiß gar nicht, ich glaube die letzte Aufnahme war ungefähr vor einem Monat oder so. Kann sogar schon länger noch gewesen sein. Also ich meine jetzt nicht nur Minecraft, sondern im Allgemeinen. Weil ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, Italien, Milano Marittima und danach eine Woche in Paris, Seminarfahrt von der Schule aus. War richtig geil, richtig, richtig geil. Ich habe jetzt leider gar keine Ahnung, was ich mache oder machen soll. Ich habe hier mal meine Pläne durchgeschaut. So viel Besonderes habe ich gerade zur Zeit gar nicht geplant, weil ich gerade zur Zeit bei den Vorbereitungen für das Jahresspezial bin. Tun wir mein Mikrofon etwas näher hin. Ja, Jahresspezial. Wie schaut es damit aus? Ich weiß noch nicht. Ich bin am Planen. Ich habe ja Dings. Oh, ich habe die Mod hier wieder drin. Ich weiß gar nicht seit wann. Welche Taste war das nochmal? R? Oh nein. Dann machen wir so. ja. Jahresspezial. Viel verraten kann ich noch nicht und werde ich auch nicht. Sonst wäre es ja kein Spezial. Oder Spezial heißt ja nicht, dass es eine Überraschung ist. Aber es ist eine Überraschung, ja. Nun ja, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich würde mal sagen, wir haben hier eine Karotte. Dann würde ich die mal gerne irgendwo einpflanzen, wo sie nicht kaputt geht. Was macht... Kakaobohnen, ich weiß nicht, haben wir... Ich weiß gar nicht, wo ein Dschungel in der Nähe ist. Dann könnte ich den nämlich, also die Kakaobohnen noch verpflanzen. Ansonsten Kürbis könnte ich mal wieder anpflanzen. Was ist das andere da? Achso, das ist Kürbis. Die Dinger. Ich hätte eigentlich schon was geplant hier in Minecraft, aber das wollte ich erst ab Folge 100 anfangen. Deswegen muss ich die letzten 25 Folgen hier ein bisschen überbrücken. Wir könnten ja daraufhin vorbereiten. Ich habe ja gesagt, ich will eine Arena bauen. Ich finde Arenen. Jetzt bin ich wieder da. Arena. Ich finde sowas cool irgendwie. Ich weiß nicht. Ich würde einfach gerne mal was Größeres bauen. Weil ich sonst nie was baue, was Größeres. Okay, naja, die Lobby hier ist jetzt auch schon... Naja, mächtig ist sie jetzt nicht, aber die hat schon Stil, oder? Vor allem das Dach, wie es am Anfang war, war schon richtig geil. Okay, nein. Ja, doch. Die Lobby ist schon groß von Flächen her, aber nicht gerade beeindruckend. Die Arena her würde dann immense Größen nehmen und ich weiß nicht, wie groß... warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit rum? Ich laufe die ganze Zeit hier in der Gegend rum und habe keine Ahnung, was ich tue. Wie oft bin ich verreckt? 13 Mal. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal Folgendes. Da das ja die einzige Karotte die wir haben, würde ich die gerne hegen und pflegen, so dass sie nicht kaputt geht. Da kann ich auch mal so... was so genau? Die Mod hatte ich ja schon so lange nicht mehr. Eine Harke haben wir hier nicht. Haben wir hier eine Harke? Iron Ho. Ho, ho, ho. Okay, nein, es ist nicht Weihnachten. Einen Eimer, ach ja, habe ich ja schon in der Hand, aber ich nehme dafür noch ein bisschen mehr Erde mit. Falls das überhaupt geht, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich pflanze die da oben in meine Wohnung mitten rein. Weil da sollte eigentlich kein Viech kommen. Sollte. Ich kann nochmal M sagen. Oder ich pflanze hier hin. Oder ich pflanze da draußen hin. Aber da laufen gern Viecher rum. Ich pflanze hier hin. Mach hier das Wasserdingens. Ach, warum mache ich das da weg? So. Und pflanzt das alte Stück dahin. Geht es so? Ja, es geht. Okay. Dann fackel ich das noch aus hier. Boom, 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 boom. Und es ist das erste Mal seit Monaten, dass ich hier Professor Klick mal wieder höre. Und es ist irgendwie schon wieder zu laut. Also kommt mir jetzt so vor, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen leiser zu machen. Machen wir mal hier ein bisschen lauter.
Auf die Dame. Okay, jetzt müsste es passen. Ungefähr. Weiß ich nicht. Also, ich lasse das jetzt einmal hier so. Huch, was ist da? Das Feuer ist irgendwie unterm Wasser. Komisch. Und damit da noch keiner drauf kann, mache ich es einfach mal so. Ach ne, das geht vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ich will diese Pflanze nur schützen. So. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Hauptsache die Pflanze erwischt kein Zombie oder sonst was. Ich weiß ja nicht mehr, wie das ist mit den Viechern, dass die da drauf rumspringen oder so. Und das dann kaputt geht. Weiß ich nicht mehr, ob das jetzt so ist oder nicht. Und es wird, glaube ich, es wird gar nicht Nacht. Ach, verdammt. So. Gehen wir mal wieder rein. Was bräuchte man denn für diese wunderschöne Arena? Ich habe übrigens da, habe ich total vergessen. Ich brauche da ja Bücher außenrum. Da habe ich hier so einen wundervollen Tipp gekriegt. Ich kriege immer so Tipps von meinen Quellen hier. Hallo, liebe Quelle. Naja, was bräuchte man denn alles für diese Arena? Also wie gesagt, ich hatte geplant, die Arena, wo geht's denn hier raus da? Entweder A, da hinten mitten im Wald, oder B, da hinten in die Richtung, mitten im Wasser. Ich finde die Idee mit dem Wasser irgendwie cool. Vor allem erinnert es mich an alte Zeiten hier. Da könnte man, ich weiß nicht, ja, nee, doch, vielleicht mache ich sie doch hier oder doch da drüben. Ich jedenfalls gehe jetzt mal hier, habe ich eine Rüstung an? Ja, so ein Zufall. Das hat mich gerade verwirrt, ich bin durch den Stein gefallen. Okay, immerhin die Framezahl ist ganz in Ordnung. Ja, verdammt. Ich habe übrigens was anderes noch geplant. Ich hatte ja, so, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal erwähnt habe, aber ich hatte vor, Bioshock Infinite zu Let's Playen. Hab das sogar angefangen, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und ich pack's nicht. Also es liegt nicht am Spiel, es ist nicht schwer, es ist sogar recht lustig und so. Aber ich bin auf der niedrigsten Einstellung und es ruckelt wie Sau. Das ist abnormal, wie das ruckelt. Dementsprechend habe ich mir gedacht, lege ich mir vielleicht bis zu den Sommerferien mal einen neuen PC zu. Der Dennis hat mir mal, glaube ich mal, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht mal eine Liste von den Komponenten von seinem PC geben. Ja, das ist schon ein geiler PC, was er hat. Bei ihm laufen die ganzen Spiele eigentlich recht ruckelfrei, bis auf Kleinigkeiten. Und das dann auch noch auf der höchsten oder zweithöchsten Stufe, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Finde ich schon geil, kostet dementsprechend aber Unmengen an Geld. Theoretisch hätte ich so viel Geld, aber ich, Pilze, ich hole mir für über die Sommerferien, beziehungsweise vielleicht schon davor, einen Ferienjob oder sowas, habe ich mir mal gedacht, keine Ahnung, meine Schwester hat das auch gemacht und ich stapfe hier viel in ihren Fußstapfen irgendwie rum. Ja, weiß nicht, so ist mein Plan. Sobald ich den PC dann hätte, wären die Let's Plays geiler, weil sie dann höhere Qualität und weniger ruckelfrei und so wären. Ja, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Du schweigst mich so an. Naja, so die Idee. Bis dahin bleibt noch einiges an Zeit.
Das heißt, ich weiß nicht, Bioshock werde ich bis dahin verschieben. Das Spiel ist dann zwar wieder schon ein Stückchen älter, aber ist ja scheißegal. Es geht ja nicht darum, die Top-Titel zum Spielen. Ich habe jetzt zum Beispiel geplant für die nächste Zeit, wenn ich ein nächstes Let's Play anfange. Ich habe ja noch Assassin's Creed immer noch laufen, seit weiß nicht wie lang. und da habe ich mir gedacht, ja, bis dahin könnte ich ja mal Tomb Raider anfangen. 1, 2, 3, 4, 5 bis zum heutigen, jetzigen 2013er habe ich auch angefangen, schon eine Aufnahme zu machen und habe dann wieder mal festgestellt, der Ton war nicht drin. Das war ja keine Ahnung. Hier wäre auch geil. Jetzt bin ich schon bis hierher gelaufen. Da, die Arena wäre doch cool. Ist das Tropen? Nein, das ist normales Holz. Und es fühlt sich an, als wenn die Framerate einbricht, aber ich bin noch bei 30 Frames. Da unten ist sogar eine Höhle, Alter, irgendwie fühlt sich das an, als wenn das unglaublich langsam wäre. Na, ja, eben, ich mache jetzt hier mal einen Waypoint. Wie nenne ich den? Ich nenne den C. Nein, ich nenne ihn. Welche Küste ist es? Die Westküste, gell? West. East Coast. West. Soll ich das jetzt Coast schreiben? West Coast. Ja, das ist doch geil. Dann machen wir hier mal. Keine Ahnung. Grün. Blau. Blau. Das ist eher blau. Boom, ich habe die Punkte schon lange nicht mehr verwendet. Das Dumme ist, nach jedem Update verschwinden die irgendwie immer wieder, weil ich zu beschissen und zu dumm dafür bin, das mir irgendwie zum Speichern. Ich sollte mir, wenn ich wenigstens nichts schaffe, irgendwie eine Datei daraus zu ziehen, mit den Waypoints dann immerhin wenigstens mal die Waypoints aufschreiben, damit ich weiß, wo was ist. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht wüsste, dass es ungefähr in der Richtung liegt, könnte ich mich jetzt komplett verlaufen, finde nicht heim. Oh, und die Musik passt ja so der perfekt zu diesem Fight. Ja, komm her. Ja, du niedlicher. Ja, ja, okay. Ja, das waren jetzt eigentlich so, habe ich eigentlich jetzt alles gesagt so? Die großen Ankündigungen, Let's Play-mäßig, Computer-mäßig, dann noch die Arena und das Spezial. Und passend zu Arena und Spezial vielleicht noch was anderes. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Nein, da warte ich noch bis zu einem anderen Special. Oder so, ich weiß nicht. Oder überhaupt läuft der gar nicht. Jetzt habe ich es verraten, oh mein Gott. Nein, keine Ahnung. Vielleicht errät mal, was ich meine, aber vielleicht auch nicht. Naja, ich laufe jetzt hier zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich tonmäßig passend bin. Lautstärke, zu laut, zu leise, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße! Alter, mir ist irgendwie kalt. Und der Spaß, die klaut er schon wieder. Renn! Gott! Ich wollte doch nur den Enderman antatschen. Ja, da ist er ja. Eine Enderperle! Ja, ach du Scheiße. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, ich habe das schon mehrmals erzählt. Unmengen oft. Ich war noch nie im End. Okay. Irgendwie übertreibe ich heute. Ach, dieses Lied. Kennt das jemand? Vielleicht? Das Lied ist geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es in Playlist rein tun darf, aber ich denke schon. Vielleicht. Keine Ahnung. Wenn nicht. Entschuldigung. Ich tue es wieder raus. Upf. Vielleicht. Solange die GEMA nicht kommt, ist mir das egal. Sag mal's mal so ehrlich. Wobei die GEMA dafür ja nichts kann. Ich habe da mal ein Interview gelesen über die. Also nicht gelesen, es war ein Video-Interview von irgendwem. Ich weiß nicht mehr, wie der YouTuber hieß. Entschuldigung. Der Kerl hat ein Interview geführt mit einem GEMA-Mitarbeiter und der hat dann erklärt, die ganzen Musik, Musik,
Musikvideos und sonstige Videos, die von der GEMA gesperrt werden, sind eigentlich gar nichts wirklich von der GEMA irgendwie. Ja, die sind dafür nicht verantwortlich. Das war mehr aus Sicht von YouTube. Okay. Was macht der da? Tschüss! Oh. Ja, 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 ja. Okay. Da liegen jetzt Experience Points. Soll ich mal es wagen? Aua. Okay. Ja, so dumm war ich. So dumm war ich ja schon lange nicht mehr. Ich hab dachte ich. Ich überlebt es. Vielleicht. Das sah nicht so hoch aus, ich weiß nicht. Dieses Lied, passend mit der mit der Ankündigung, dass ich hier die. Oh, jetzt ist es weg. Ja. Dieses Lied war von. Hallo? Achso. Von Gothic 1, dem ultimativen mega geilen Spiel, was ich ja auch schon mal let's playen wollte. Das Lied geht ja auch mächtig ab, ey. Ja. Ich hätte zwar hier diesen wunderschönen Knopf, aber der sortiert es mir gerade total woanders hin, weil ich da noch gar nichts eingestellt habe. Könnte ich theoretisch jetzt machen, aber nein. Da müsste ich ja unterbrechen. Pff. Dementsprechend sortiere ich das mal wieder so. Was ist das für ein Lied? Achso, dachte gerade, das ist irgendein GEMA-sperrbereites Lied, aber ich habe mich doch geirrt. Das war von einer anderen Band. Hund. Psst. So, bevor ich hier ewig. Ich habe ja die Dinger hier noch. Die wollte ich eigentlich mal hier irgendwo hinhängen. Hä? Bin ich behindert? Weh, sagt jetzt einer ja. Ich hänge das jetzt hier mal so hin. Ups. Ach, scheiß drauf. Kann man dann irgendwann mal wieder wegmachen. Wuch, was war das? Hatten wir ja schon lange nicht mehr solche Einbrüche. Was ist denn los? Vielleicht sollte ich mal. Machen wir mal ein bisschen runter. Oh. Ach, scheiß drauf. Ist mir jetzt wurscht. Diese Lianen. Ich könnte ja mal hier eine hinhängen. Ja, bestimmt lustig. Dann kriege ich sie nie wieder weg. Hundi, wir schauen eine Liane. Ich hänge jetzt hier überall mal rum. Dann können die für sich hinwachsen. Ich könnte da mal ein Lianenwachshaus farmen, Dingens bauen. Sofern ich. Was will ich mit so vielen Lianen? Zopfflechten. Hier haben wir noch das und da haben wir noch Pilze. Wie wachsen überhaupt Pilze? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die brauchen so einen dunklen Untergrund oder so. Also dunkle Höhle. Irgendwie bloß eins hoch oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann mich auch irren. Ich bin ja der Depp vom Dienst. Eine Enderperle. Kohle. Haben wir mal wieder da, ne? So. Ich würde nämlich mal sagen, wenn ich in 10 Minuten. Nein, ja, nein, doch, ich habe irgendwie eine karge Wortauswahl heute. Machen wir mal den hier. Ich mache jetzt mal so. Und. Dünn, 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 dünn. Bam, 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 oder so. So, ich habe ja 8 Kisten. Die stelle ich jetzt mal irgendwo hin und darin sammle ich
die ersten Sachen für die Arena. Ganz genau, für die Arena. Die tue ich jetzt mal hier so hin. Und dann da noch eine. So am offenen, freien Himmel.